Und wir bleiben noch kurz im Flachgau. Dorfleben mit viel Gemeinschaft und Zusammenhalt, aber in direkter Nähe zur Stadt Salzburg. Das gelingt der Gemeinde Bergheim. Von Maibaumaufstellen über Fronleichnamsprozession bis hin zu Sonnwendfeuer. Die Bergheimer und Bergheimerinnen halten Brauchtum und Tradition aufrecht, gehen aber mit der Zeit und führen so ihre lange Geschichte aktiv weiter. Kelten, Römer und Bajuwaren fühlten sich hier wohl und siedelten sich an. Und schon im Jahr 927 nach Christus wurde sie dann das erste Mal urkundlich erwähnt. Die Gemeinde Bergheim. Mittlerweile zählt sie ca. 5700 Einwohner und Einwohnerinnen und auch die heutigen Bergheimer wissen die Vorzüge ihrer Gemeinde zu schätzen. Ja, naturverbunden, sehr traditionell, das Gemeindeleben und ja, gibt es eigentlich nichts Schöneres, was man sich wünschen kann. Genauso wie die lange Geschichte der Gemeinde wird auch das Brauchtum, die Tradition und das Vereinsleben gepflegt, aber auch mit Modernität verknüpft. Der Veranstaltungskalender mit traditionellen, kirchlichen und weltlichen Events ist immer gut gefüllt. So trifft man sich immer wieder über das Jahr verteilt, wie zum Beispiel zum Maibaumaufstellen, der Fronleichnamsprozession oder auch dem Sonnwendfeuer, das wie Bergheim selbst auch immer mehr gewachsen ist. Das ist eine sehr große Tradition und das ist gewachsen. Wenn man mit älteren Bergheimern spricht, da war das zuerst eine ganz kleine Feier, wo einmal eine Kiste Bier dann auftaucht ist. Und mittlerweile, Sie sehen es hinter mir, ist es ein traumhaftes, großes Fest, das nicht nur von Bergheimern besucht wird, sondern auch von vielen Bürgern aus der Stadt. Viele der Veranstaltungen werden durch Vereine auf die Beine gestellt. Die Gemeinde selbst unterstützt sie dabei. Dazu engagieren sich auch die sonstigen Einwohner und Einwohnerinnen und gestalten somit das Dorfleben aktiv mit. Es sind wieder ein Haufen Leute, die Leute freuen sich nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte, endlich wieder mal gute Feiern in Bergheim feiern zu können. Ja, wir haben ein gutes Dorfleben und das macht auch gerade den Charme von Bergheim aus, dass wir die Stadt nicht haben, auch viele Hochkulturveranstaltungen haben, aber trotzdem ein bisschen das Traditionelle bei uns pflegen und das macht es einfach schön. Das Vereinsangebot in Bergheim reicht von Pfadfindern, Musikkapelle und Prangerschützen, über Schnalzer, Trachtenfrauen bis hin zur Feuerwehr, verschiedenen Sportarten und vieles mehr. Und die Begeisterung, endlich wieder das Brauchtum leben zu können, scheint groß zu sein. Ja, bevor wir aufgesperrt haben, waren schon ein Haufen Leute. Das war super. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir heute ja, viel einnehmen und ein Glas Fessel wird. Die Bergheimer und Bergheimerinnen sind aber nicht nur eine traditionelle Gemeinschaft, auch Nicht-Bergheimer sind immer willkommen. Einfach toll, die ganze Gemeinschaft und immer das ganze Vereinsleben. Unser Bürgermeister unterstützt und wie es geht und wir sind sehr zufrieden und freuen uns. Vielleicht kriegen wir auch wieder neue Mitglieder dazu. So ist das Motto der Veranstaltungen schnell zusammengefasst. Also Wetter genießen, Leid genießen, Essen genießen. Sonne genießen, alles genießen. Mit dieser Motivation können die nächsten Feste kommen.